Hallo zusammen, willkommen in nach wie vor improvisierter Kulisse. Aber ich wollte dieses Video hier aufnehmen, solange ich noch zu den Büchern, die ich jetzt hier gleich vorstellen möchte, noch einigermaßen eine Emotion habe und nicht zu viel Zeit ins Land gestrichen ist. Wie gesagt, ein wenig improvisiert, aber ich hoffe, wir kriegen das trotzdem ganz gut über die Bühne. Zumal es sich hierbei auch hauptsächlich um Rereads handelt, also um Bücher, die ich noch einmal gelesen habe. Es ist Sommer. Bedeutet für mich, dass ich tatsächlich dort eher den Impuls habe, Bücher zu lesen, die ich bereits gelesen hatte und mochte. Insbesondere, was für mich ein Pflichtprogramm im Sommer ist, ist, dass ich Kirschroter Sommer und Türkisgrüner Winter noch einmal lese. Das ist mittlerweile zu einer Art Tradition geworden. Und damit möchte ich tatsächlich auch gleich vorweg sagen, erwartet bitte keine Objektivität von mir. Das sind tatsächlich mittlerweile Herzensbücher. Was allerdings auch nicht bedeutet, dass ich diese Bücher komplett verklärt sehen würde, denn machen wir uns nichts vor, mache ich mir nichts vor. In diesem Buch sind durchaus, also in Kirschroter Sommer vor allem, die Bücher sind halt auch ein bisschen älter, sind durchaus verstaubte Klischees drin. Wie zum Beispiel, dass Emily, unsere Protagonistin, ja ach so wunderschön ist, es selbst aber natürlich überhaupt nicht sieht. Oder natürlich haben wir hier den heißen, gut aussehenden, arroganten Arsch, der aber doch ein sehr netter Typ in Wirklichkeit ist. Und so generell in dieser Dialogie tauchen alle Klischees auf, die einem beim Thema Romantic Comedy, Contemporary Romance einfällt. Alle. Aber, und das ist für mich extrem wichtig, anders als in ganz vielen anderen Büchern, als in 95% aller anderen Bücher in diesem Genre, ist es in diesem Buch so, dass alles einen Grund hat. Alle Handlungen hier drin haben einen nachvollziehbaren Ursprung und das sorgt dafür, dass man es nachvollziehen kann, dass man gegebenenfalls sogar mitfühlen kann, dass man vielleicht auch so ein paar Marotten von sich selbst da drin findet, die man vielleicht auch nicht unbedingt mag, aber die halt da sind. Als Beispiel, alle Frauen aus dem Freundeskreis von Elias. Elias ist der Love Interest, der männliche Hauptpart in diesem Buch. Benehmen sich Emily gegenüber eher abweisend, während sie von den Jungs ja eher freudig aufgenommen wird. Dabei haben wir natürlich schon das Bild der zickigen Weiber. Über das Frauenbild sage ich auch gerne gleich nochmal etwas. Aber dahinter steckt halt der Grund, dass Elias einen recht hohen Frauenverschleiß hat und sie sich nicht mehr die Mühe machen, von jedem Mädchen, was er anschleppt, sich den Namen zu merken. Und da kann man dann wieder, wenn man das weiß, sich selbst hineinversetzen, ja, wie würde ich denn reagieren? Wenn ich jemanden in meinem Freundeskreis habe, der, wo ich weiß, dieses Mädchen sehe ich jetzt noch 2 Stunden und danach nie wieder, ja, da würde ich vielleicht auch nicht unbedingt ihren Namen lernen oder so, weil wozu? Anderes Beispiel, beide Protagonisten benehmen sich zum Teil durchaus auch mal dumm, aber sie reflektieren ihr Verhalten. Es ist ihnen auch durchaus bewusst, dass sie sich gelegentlich mal irgendwie dumm benommen haben, aber sie können eben auch nicht raus aus ihrer Haut. Und das finde ich daran auch wieder, das ist so dieses Nachvollziehbarmachen, dass dadurch fällt es mir auch definitiv leichter, gewisse Rollenbilder, gewisse Muster zu akzeptieren, weil sie eben aufgegriffen werden, weil es reflektiert wird, weil es besprochen wird, weil da mehr hintersteckt. Mal ganz davon abgesehen, dass alles mit sehr viel Charme beschrieben, geschrieben wird. Es lässt sich wahnsinnig gut lesen, also wirklich, die Seiten fliegen nur so dahin. Mehr als 2 Tage habe ich noch nie für einen dieser Bücher gebraucht. Man muss natürlich schon sagen, dass dieses Buch aus der Sicht von Emily geschrieben ist. Dementsprechend hat man zunächst einmal rein den Emily-Filter, dementsprechend auch den anderen Figuren gegenüber. Und ich muss auch schon sagen, dass Emily hier und da so ein paar anstrengende Marotten hat, also sie ist auch durchaus mal herablassend. Trotzdem mag ich sie, denn auch bei ihr liest man meines Erachtens trotzdem das Herzvolle, das Gefühlvolle heraus und vor allem hat sie halt auch ist sie unfassbar humorvoll. Ich mag den Witz in diesen Büchern extrem gerne. Davon mal abgesehen, wer Xavier Naidoo und Sarah Connor hasst, der kann kein schlechter Mensch sein. Worauf ich nicht so wahnsinnig gut zu sprechen bin, ist tatsächlich das Frauenbild, was in diesen Büchern aufgebaut wird. Auch wie dort die Protagonistin über andere weibliche Personen in diesem Buch redet, eigentlich lässt sie ja nicht einer einzigen weiblichen Figur ein gutes Haar. Was ich tatsächlich auch recht untypisch für die Autorin heute finde. Also ich glaube, dass sie das heute anders handhaben würde. Generell gibt es aber leider recht viele Sätze, die so beginnen wie mit für einen Mann oder für eine Frau. Boah, Sätze, die so anfangen, sollte man nicht beenden. Das sind so Bereiche, die ich durchaus sehe, die ich aber ganz gut ignorieren kann mittlerweile. Also wie gesagt, diese Bücher sind für mich so ein bisschen vom Gefühl her wie nach Hause kommen. An diesen Büchern hängt extrem mein Herz. Ich weiß, dass das nicht die besten Bücher dieses Planeten sind. Um mal im Bild zu bleiben. Ich weiß, dass in diesem Haus sind viele Stellen, viele Dielen, die knarzen. Und die knarzen zum Teil auch ordentlich. Aber ich weiß mittlerweile, wo die sind. Und
Ich reg mich darüber nicht auf, ich steige einfach drüber und lies weiter und erfreue mich am Rest. Wisst ihr? Und wie gesagt, ich mag es halt, wie das aufgegriffen ist, dass, obwohl da wie gesagt alle Klischees drin sind, dass damit anders umgegangen wird. Ich finde es auch gut, dass die Charaktere älter sind. Die bewegen sich halt so zwischen 22 und 25. Da sind dementsprechend auch doch noch andere Perspektiven, andere Verhaltensweisen drin, als wenn die jetzt 16 wären. Es sind auch unfassbar tolle Szenen halt da drin. Oh, meine Lieblingsszene ist die Mustang-Szene. Mehr sag ich nicht, nur für die Leute, die es gelesen haben, die werden es wissen. Oh Gott, ich liebe diese Szene. Außerdem erinnert mich das Buch halt auch, und da kommt auch nochmal ein persönlicher Faktor hinzu, an meine eigene Berliner Studienzeit. Ich habe an der gleichen Hochschule studiert wie Emily, jedenfalls glaube ich das. Dadurch kann ich sehr viel Persönliches von mir auch in diese Bücher rein projizieren, wisst ihr? Mittlerweile geht das bei mir sogar so weit, dass wenn ich ein Musikstück höre, dass ich mich manchmal sogar frage, ob dieses Lied Emily gefallen würde. Weil diese Bücher generell von der Autorin sind auch immer sehr musikalisch geprägt. Und bei Billie Eilish zum Beispiel denke ich mir auch so, ne, ob Emily das gefallen würde. Aber gut, okay, das findet in meinem Kopf statt. Als kleine Zusatzrandinformation, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, auf dem Autorenblog der Autorin, deswegen Autorenblog, gibt es die ersten drei Kapitel aus Elias Sicht. Und normalerweise hasse ich solches Konzept, so vom Prinzip her, weil das immer scheiße ist. Weil es immer nur das Gleiche nochmal ist und es hat immer was Kommerzielles und so. Auch hier wieder bei diesem Fall, bei dieser Autorin nicht. Das ist eins der wenigen positiven Ausnahmen, wo ich wirklich sagen würde, es lohnt sich dort tatsächlich, sich das, diese drei Kapitel durchzulesen, sich dort Elias Sicht durchzulesen, weil man tatsächlich auch andere Szenen hat. Man erfährt wirklich was Neues. Dort werden einem Sachen erzählt, die es wert sind, erzählt zu werden. Ich fand es vor allem da auch ganz süß, wie die Szenen dort mit seiner Schwester zusammen waren, die einem wirklich ein anderes Bild von Elias gegeben haben, als man es bekommt, wenn man nur den ersten Band gelesen hat, aus Emilys Sicht. Und weil es langsam echt heiß hier drin wird, reden wir jetzt gleich über das zweite Buch. Immer, wenn ich Kirschroter Sommer lese, lese ich sofort danach den zweiten Teil Türkis Grüner Winter mit, weil die gehören halt zusammen. Ich kann auch gar nicht ohne. Wie gesagt, ich habe sofort den zweiten Teil hinterher gelesen. Und ich könnte das jetzt hier extrem kurz fassen, indem ich einfach sage, dito. Alles, was ich über den ersten Band gesagt habe, kann ich genauso gut auch über den zweiten sagen. Denn auch hier wieder, ja, alle Klischee-Szenen, die man von so einem Contemporary Romance Roman erwartet, die nicht im ersten Band vorgekommen sind, die tauchen dann jetzt im zweiten auf, inklusive ein Mixtape. Also für die ganz Jungen unter euch, Mixtapes, das sind CDs, die man aufgenommen hat. Das war der damalige Musikträger, also der Datenträger vor den MP3s. Wie gesagt, die Bücher sind halt auch so ein bisschen älter. Aber auch hier wieder, es gibt für alles, was in diesem Buch passiert, gibt es einen Grund. Und vor allem, es wird sich Zeit gelassen, es wird aufgebaut. Hier gibt es nicht diesen Scheiß, wo ich jedes Mal Brechreize bekomme, von wegen Liebe auf den ersten Blick. Oder alles wird einfach nur wegromantisiert. Das gibt es in diesen Büchern nicht. Es ist so, so viel besser gemacht. Und ja, auch der zweite Teil ist jetzt nicht unbedingt ein feministisches Bollwerk. Aber bereits im zweiten Teil lässt sich eine Entwicklung erkennen. Also sowohl auch in dem ganzen Stil, wie dieses Buch verfasst ist, als auch in der Entwicklung der Charaktere. Und seien es tatsächlich auch so kleinere Schritte, wie dass sie nicht darauf wartet, dass er sich meldet, sondern dass sie es einfach mal tut. Also dass dieses Klischee-Rollenbild durchbrochen wird, dass sich ja immer der Mann zuerst melden muss. Es gab im zweiten Band auch durchaus so ein paar Szenen, wo ich auch als Hardcore-Fan sagen muss, die hätten jetzt vielleicht nicht unbedingt zwangsläufig sein müssen. Es gab auch so ein paar Dinge, wo man so denkt, ja, okay, ist jetzt schon so ein bisschen unwahrscheinlich, so ein bisschen hingeschoben, aber egal. Zumal man für alles, was man davor wirklich mitleiden musste, denn das tue ich bei diesen Büchern. Die nehme ich sofort emotional komplett gefangen. Ich tauche darin total ab und freue mich mittlerweile einfach darauf, wieder alte Freunde zu treffen, weil ich kenne diese Bücher, ich kenne diese Geschichte mittlerweile in- und auswendig, und trotzdem ist es mir jedes Mal wieder ein Bedürfnis, danach zu greifen, das noch einmal zu lesen. Und vor allem mit den letzten beiden Kapiteln sind es ja eigentlich, wird man für alles entschädigt, was man davor erleiden musste, mitleiden musste. Es ist wirklich ein Rundum-Abschluss. Man greift alles nochmal auf, es ergibt alles dann einen Sinn. Ich kann mich auch gar nicht entscheiden, was ich besser finde. Das Ende oder Kapitel 2 und Kapitel 3, die Halloween-Party. Ich glaube, das ist die liebste Szene aus der gesamten Reihe für mich. Die lese ich auch immer zweimal, grundsätzlich. Ich weiß nicht, ich lese die, blätter zurück und lese es nochmal. Das machen alle, oder? Bin ich nicht die Einzige bei. Ich kann auch überhaupt nicht in Worte fassen, wie arg ich mich da auf den dritten Band freue, der ja jetzt wirklich kommt. Und oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Im ersten Moment war ich emotional zu, ich wusste gar nicht, was ich zuerst empfinden sollte. Ich habe natürlich gleichzeitig irgendwie Angst, weil die Bücher, die sind schon ziemlich perfekt, so wie sie waren. Aber da muss ja jetzt nochmal was kommen.
Ich traue der Autorin aber absolut zu. Ich weiß, dass sie diesen dritten Band schreibt, weil sie noch etwas zu erzählen hat. Und darauf freue ich mich unfassbar. Hab natürlich trotzdem Angst, weil das, wie gesagt, Sonne-Herzensbücher sind und freue mich gleichzeitig über alle Maßen auf diesen dritten Band. Wow, okay, also jetzt habe ich wirklich für meine Verhältnisse extrem gefangirlt. Aber wie gesagt, diese Bücher erwartet da von mir keine konkrete Objektivität mehr. Das sind Herzensbücher für mich und ja, machen wir weiter mit dem dritten Buch, was ich gelesen habe. Ein Buch, was ich ebenfalls noch einmal gelesen habe, ich glaube jetzt mittlerweile zum dritten Mal. Zum zweiten, dritten, eins von beiden. Das geheime Tagebuch der Lizzie Bennett. Dabei handelt es sich um die Buchvariante zu der YouTube-Serie. Die YouTube-Serie gab es zuerst und dieses Buch fungiert für mich eher ergänzend zu diesen Videos. Also es zeigt im Prinzip mehr oder weniger oder beschreibt das, was zwischen den Videos passiert ist. So, wisst ihr? Also wenn ihr beides konsumiert, dann habt ihr praktisch das Gesamtbild. Und dementsprechend mache ich auch genau das. Ich konsumiere immer beides parallel zueinander. Also ich gucke mir die Videos an, lese dann das Buch bis zu dieser Stelle, gucke dann wieder Videos weiter, lese dann das Buch weiter bis zu der Stelle und ja, bis es dann halt zu Ende ist. Dauert in der Regel auch so 2,5, 3 Tage. Aber mal zum Technischen. Also ich finde tatsächlich das Schriftbild vom Angucken her einfach, finde ich das nicht so sonderlich angenehm fürs Auge. Ich muss auch sagen, der Schreibstil selbst, den finde ich okay, aber jetzt auch nicht mehr. Ich finde es aber sehr unterhaltsam zu verfolgen, wie halt die Schlüsselszenen, weil das hier ist eine Adaption von Stolz und Vorurteil, und wie das tatsächlich gelungen wurde, die Schlüsselszenen aus dem Originalwerk in die Moderne zu holen. Auch das ist zum Teil sehr originell gemacht, zum Teil sehr kreativ gemacht, zum Teil auch mit sehr viel Humor gemacht. Und da lässt sich eine Logiklücke finden, aber darüber kann man ganz locker hinwegsehen. Es lassen sich dementsprechend auch modernere Themen tatsächlich finden. Also es spielt neben der Liebesstory natürlich auch so Themen eine Rolle, wie zum Beispiel finanzielle Nöte. Auch gerade da zu sehen die Verschuldungsspirale in den USA, wenn man halt studieren möchte. Aber natürlich auch so eine Themen wie, was passiert, wenn man sein Privatleben mit dem Internet teilt? Wie weit sollte man gehen? Wie viel darf man ins Internet dem Internet erzählen, insbesondere wenn es man nicht nur über sich selbst erzählt, sondern zwangsläufig auch über die Menschen in seiner Umgebung. Also es zeigt auch die Verantwortung, die man trägt, wenn man andere Menschen vor die Kameralinse zerrt. Aber auch schlicht so eine Themen wie Erwachsenwerden spielt in diesem Buch oder auch in der YouTube-Serie eine Rolle. Was schlichtweg auch in ganz vielen Fällen einfach bedeutet, dass man sich Dingen stellen muss, für die man sich überhaupt nicht bereit fühlt. Was ich jedoch auch sagen muss, ist, dass die Figuren in dieser Adoption zwar nicht so eindimensional sind, wie sie mir tatsächlich im Original vorkamen, jetzt wahnsinnig plastisch waren sie allerdings nicht. Und das finde ich schade, das hätte man mehr ausbauen können und sollen. Das wird aber tatsächlich ein bisschen mehr aufgefangen, wenn man dazu parallel noch die Videos tatsächlich konsumiert, als wenn man nur das Buch lesen würde. Also zumindest hatte ich den Eindruck, aber ich finde das für mich persönlich tatsächlich generell so ein bisschen schwer zu trennen. Letztlich würde ich aber tatsächlich sagen, wie gesagt, ist das Buch eher eine Ergänzung. Es lässt sich definitiv unabhängig von der Webserie konsumieren, würde es aber nicht empfehlen, ehrlich gesagt. In der Infobox findet ihr übrigens natürlich nicht nur sämtliche Links zu den Büchern, die ich hier erzähle, sondern auch noch ganz viele weitere Links, und ich werde natürlich auch den Link zur ersten Serie, zur ersten Folge der Webserie reinpacken, so dass wir jetzt haben was. Okay, und eigentlich habe ich auch noch kurze Antworten auf große Fragen von Stephen Hawking gelesen, aber es ist gerade so unfassbar heiß hier drinne, dass ich das, glaube ich, dann beim nächsten Mal bespreche. Ich zerfließe. Das ist hier gerade wieder, wo die 40-Grad-Welle angerollt ist und so. Wir brechen das jetzt hier ab, machen dann bei gegebener Stelle dann weiter. Das war jetzt hier sehr Contemporary Romance-lastig, aber dementsprechend wären das tatsächlich auch so meine Sommertipps. Also Bücher, die sich gut konsumieren lassen, die man gerne liest, die einen mit einem wohligen Gefühl zurücklassen, in dem man sich einfach gerne aufhält und die einen trotzdem noch etwas mehr mitgeben können. Ach, insbesondere Kirschrotter Sommer. Lest euch das gut, ist das beste Sommerbuch überhaupt. Und habt am besten sofort den zweiten da, weil das der Cliffhanger vom ersten ist fies. So, das war's dann jetzt auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder, wo es dann ein bisschen mehr um wissenschaftliche Physik gehen wird, vermutlich. Bis dahin, tschüss!